Am 7. Juni 2023 wurde im Landhaus Eisenstadt eine bemerkenswerte Ausstellung mit dem Titel »Die Kraft der Farben« von Josef Danches eröffnet. Die Eröffnung fand in den Räumlichkeiten vor und im Büro der Landtagspräsidentin statt und wurde von der Landtagspräsidentin Verena Dunst feierlich durchgeführt. Die Ausstellung wurde von Katharina Irmler musikalisch umrahmt. Mir gefallen die Farben vor allem. Ich habe selbst in meinem Büro ein sehr großflächiges Bild mit den beherrschenden Farben Rot-Gelb. Und wie der Künstler ja selber gesagt hat, in Rot-Gelb liegt sehr viel Energie. Und wenn man dort den Raum betritt, ist man gleich einmal energetisch aufgefangen. Man hat einen positiven Spirit. Also die Farben können schon sehr viel bewirken. Es war eine wunderschöne Gelegenheit, meinen langjährigen Freund Josef Danches wiederzutreffen, und diesmal, er hat ja viele Wege in seinem Leben gemacht, heute als Künstler in meinen Räumlichkeiten hier in der Landesregierung. Die bin als Landtagspräsidentin eingeladen, weil ich weiß, seine Farben bringen Farben in den Alltag, motivieren, animieren Menschen zu positivem Denken. Und die Ausstellung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie wird noch einige Zeit hier zu sehen sein. Ich lade alle ein, dass sie die Bilder von Josef Danches anschauen. Sie sind es wert. Und PS, ich verrate, hinter mir befindet sich mein Lieblingsbild von Josef Danches gemalt. Also mir gefällt die Ausstellung sehr gut. Es ist eine ganz tolle Ausstellung, und die Bilder spiegeln den Künstler wieder, und ich finde die Bilder fantastisch. Was können Sie mir über den Josef erzählen? Dass der Josef ein ganz ein lieber Freund von mir ist, der verschiedene andere Hobbys auch mit mir teilt, zum Beispiel der Flug mit den Drohnen. Und da haben wir schon einiges gemeinsam machen dürfen, und er hat auch einige Unterstützungen und Videos gemacht. Also ich habe vom Josef eine sehr hohe Meinung, und er ist wirklich ein guter Freund von mir. Wie gefällt Ihnen die Ausstellung? Eine sehr tolle Ausstellung. Ich arbeite ja hier im Landhaus und bin schon des Öfteren diese Woche durch den Gang gegangen und habe die Bilder betrachtet. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und welches Bild spricht Sie besonders an? Besonders gefällt mir das Bild mit dem Spiegel bzw. dieses, weil sie auch eine Bedeutung hat. Es strahlt etwas Positives aus, und wenn man sich selbst auch sieht, wird es noch mal positiver. Die Ausstellung ist, wie man den Josef schon lange kennt, wirklich sehr farbenfroh. Mir persönlich gefällt sie sehr gut. Ich wünsche an Josef wirklich sehr viel Erfolg. Wie gefällt Ihnen die Ausstellung? Sehr gut bis jetzt. Es ist wirklich eine schöne Atmosphäre da herin. Und welches Bild hat Ihnen am besten gefallen? Ja, ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt, die Bilder genau anzuschauen. Ich habe bis jetzt die ganze Zeit gespielt. Aber wahrscheinlich wird es auch das sein. Das ist mir schon das Große. Das ist mir auch schon ins Auge gestochen. Mir gefällt die Ausstellung sehr gut, weil ich den Aussteller, den Josef Danches, schon sehr, sehr lange kenne, seit meiner Jugendzeit. Und ich kenne seine Bilder. Ich habe erst mit ihm eine Ausstellung eröffnen dürfen im Schloss Burgau. Und deshalb bin ich heute gerne hierher gekommen, weil ich eben seine Arbeit sehr schätze. Und welches Bild hat Ihnen am meisten zugesagt? Dieses große Bild hier hat mir am meisten zugesagt, weil es sehr freundlich ist, eine Freundlichkeit ausstrahlt und auch so irgendwie einen Frieden, was wir heute in der heutigen Zeit gerade brauchen. Sehr inspirierende Bilder. Mir gefällt vor allem dieses Bild hier, wo man den Spiegel in der Mitte hat, wo man hineinschauen kann, quasi selbst reflektieren kann. Passt noch alles innen, außen und rundherum, die bunten Farben. Sehr kreativ. Farben in sich
sprechen für sich und der Künstler kommt zum Vorschein. Das kann man nur, wenn man Visionen hat. Und ich glaube, diese Visionen sind ganz genau hier abgebildet. Thank you.